Artikelnummer SCP-807. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-807 wird in einem verschlossenen Tresorfach in der Lagereinrichtung für hochwertige Gegenstände in Standort 19 aufbewahrt. Die Standardabwehrvorkehrungen, explosiv, chemisch, biologisch und mimetisch, müssen gemäß den regulären Arbeitsprozeduren jederzeit in Kraft sein. SCP-807 kann mit entsprechender Genehmigung für Experimente aus seinem Lagerbehälter entfernt werden. Alle Mitarbeiter, die in der Nähe von SCP-807 arbeiten, müssen gut genährt sein und sollten einen Mundschutz tragen, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern. Beschreibung: Bei SCP-807 handelt es sich um einen lachsfarbenen Keramikteller mit einem Durchmesser von 20 cm und der Aufschrift Last Chance Diner in weißer Farbe an den Rändern. An einem Rand des Tellers ist genau über dem Buchstaben D ein kleines Stück herausgebrochen. Es gibt keine Herstellerangaben und bisher sind alle Bemühungen, das betreffende Restaurant ausfindig zu machen, gescheitert. SCP-807 verwandelt jede Speise, die auf ihm serviert wird, in eine Variation mit hohen Konzentrationen von Fett, Natrium und Cholesterin. Nach der Verwandlung werden Geschmack und Aroma des betreffenden Essens auf ein übernatürliches Niveau gesteigert, sodass der Wunsch, das Essen zu verzehren, nahezu unwiderstehlich wird. Jede Person, die dieses Essen verzehrt, erleidet jedoch innerhalb von 5 Minuten nach dem Ende der Mahlzeit einen Herzstillstand, da sich in den großen Arterien plötzlich massive Fettablagerungen bilden. In einigen Fällen hat sich eine sofortige Bypass-Operation als wirksam erwiesen, um das Leben der Betroffenen zu retten. Anhang 807-A. Aufgezeichnete Transmutationen. Gurkensandwich mit frischen Gurken, Weißbrot und 2 Millilitern Butter. Wurde zu einem Spiegelei-Sandwich. Vegetarisches Patty mit frischem Salat, Tomate und Zwiebeln mit 4 Kubikzentimetern Ketchup, 4 Kubikzentimetern Senf und 2 Scheiben Dillgurke auf einem Vollkornbrötchen. Wurde zu einem Luferburger. Serviert auf 2 Krispy Kreme Donuts mit 3 Rindfleisch-Patties aus insgesamt 500 Gramm Rindfleisch. Serviert mit Salat, Tomate, Zwiebeln, 8 Kubikzentimeter Ketchup, 8 Kubikzentimeter Mayonnaise, 8 Kubikzentimeter Senf und einer gebratenen Dillgurke als Beilage. Luferburger wurde zu Daten gelöscht. Weitere Tests von fettreichen Lebensmitteln mit SCP-807 wurden aufgrund der hohen Zahl von Opfern ausgesetzt.